willkommen hier aus dem ehemaligen Freilich Gasthausmuseum der Familie Schmirl in Buchberg am Schneeberg. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne mich einfach nicht mehr aus. Ne? Alles, was früher gut war, ist jetzt schlecht und alles, was früher schlecht war, ist jetzt anscheinend gut. Kleines Beispiel. Mein erstes Auto war ein Benziner. Ne? Und damals haben alle Leute zu mir gesagt, da bist du wahnsinnig, du kannst doch keinen Benziner fahren, das ist ja Dreckleiter. Du musst umsteigen auf Diesel. Diesel ist voll super. Ne? Brauchst ja viel weniger Treibstoff, das heißt viel weniger CO2-Ausstoß und außerdem hat der ein Partikelfilter. Kommt viel weniger Dreck in das. Ne? Und so ein Dieselmotor, der hält ja viel länger wie so ein Benziner. Ist ja viel nachhaltiger. Nicht? Und heute alles umgekehrt. Oder beim Heizen. Nicht? Ich meine, wenn sie früher gefragt haben, womit heizt du denn? Nicht? Und du hast gesagt, naja, mit Heizöl. Na, bist du wahnsinnig? Du heizst mit Öl das ganze Schwermetall, das du raus hast bei deinem Rauffang. Du musst sofort umstellen. Du musst umstellen auf Erdgas. Erdgas ist viel super. Nicht? Kommt jetzt von der EVN direkt in dein Haus rein, da brauchst du nicht einmal einen Rauffang. Nein, das hat so einen super Brennwert. Da brauchst du nur Plastikreihl, weil da kommt nur Wasser, warmer Wasserdampf raus. Du musst umstellen auf Erdöl. Nicht? Und heute? Alles anders, nicht? Oder auch beim Strom zum Beispiel. Nicht? Ich meine, waren wir doch stolz auf unsere Eltern, nicht? Dass die demonstriert haben, dass wir kein Zwentendorf haben, kein Atomkraftwerk in Österreich, da waren wir stolz, oder? Und bestätigt waren wir dann im 86er Jahr, nicht? Wie dann Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Nicht? Da haben die ersten Grünen dann die Sticker umgehabt, nicht? Atomkraft, nein, danke. Nicht? Na super, nicht? Und heute? Ich meine, in Fukushima, das Kühlwasser, das ist noch immer so heiß, da kommt das Deprezinisieren, nicht? Und heute, auf einmal haben sie das alles vergessen. Heute heißt es auf einmal von ein paar Grünen, nicht? Die früher mit dem Atomkraft nein danke, jetzt heißt es auf einmal Atomkraft ja bitte. Und die in Brüssel auch, na, Atomstrom ist total grün und nachhaltig. Nicht? Viel nachhaltiger als Windstrom zum Beispiel. Nicht? Weil zum Beispiel, das habe ich auch nicht gewusst, wenn du ein Windrad aufstellen willst, da brauchst du ja eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Nicht? Das dauert oft Jahre, bis die durch ist. Nicht? Weil es könnte ja sein, dass irgendein Vogel zum Beispiel, dass der von so einem Windrad depressiv wird oder was. Kann ich mir nicht vorstellen. Nicht? Ich meine, ich war vorige Woche unten im Burgenland. Da stehen ja, glaube ich, 100 Windrad. Nicht? Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass im Frühjahr zum Beispiel in Nordafrika sich die Störche untereinander halten, nicht? Und der eine sagt, du, ich fliege heuer nicht nach Neusiedl, nein, die haben ein Windrad dort, da wäre ich so depressiv. Ich fliege weiter nach Finnland oder was. Und der andere sagt, ja, geh, bitte hör mal auf. Das gibt's ja nicht. Na, du, heute, wenn du ein bekennender Dieselfahrer bist, ja, und der Haus vielleicht mit Erdgas noch hat's, nicht? Und dann, was ganz arg ist, nicht? Wenn du zum Beispiel den ganzen Tag zugibst, dass du deinen Fernseher auf Standby hast, nicht? Na, du kannst ja gar nicht so schnell schauen. Hast 5 so Klimaaktivisten auf einmal rund um dich und die picken sich schon fest mit ihren Handflächen an deinen neuen Designerschuhen made in Bangladesch, nicht? Nein, es ist ein Wahnsinn. Aber bei anderen Sachen, bei so ganz kleinen Sachen, zum Beispiel, wie wir noch in die Volksschule gegangen sind, ja? Und da liegt jetzt auch der aufgegangen, nicht? Der nicht gefahren, wir sind gegangen und auch nach Hause gegangen, nicht? Ich meine, was für Jausen hast du da mitgekriegt, nicht? Damals. Na, ein schönes Bauernbrot, nicht? Schön mit Butter bestrichen, nicht? Und manchmal, wenn du ein Test gehabt hast, nicht? Oder eine Schularbeit, da hat die Mama noch ein kleines Backerl Mannerschnitt rein da, nicht? Für den Blutzucker, damit das Hirn ein bisschen besser funktioniert, nicht? Wenn du deinem Kind heute so ein Jausen mitgibst, und der Direktor oder die Lehrerin merkt es, na, du hast sofort die Fürsorge daheim, nicht? Und die klärt dich dann auf, mein lieber Freund, nicht? Ein Brot, sie können dem Kind doch kein Brot mitgeben, da ist doch Gluten drinnen, nicht? Und da drauf noch Butter, nicht? Laktose. Wissen Sie überhaupt, ob Ihr Kind laktoseintolerant ist, nicht? Und Schnitten. Das ist ja das Ärgste, nicht? Erstens einmal Nüsse und zweitens einmal der Zucker. Jedes zweite Kind in Österreich hat ADHS. Mit dem Zucker in der Schule trat Ihr Kind ja durch. Ich weiß nicht. Ich meine, bei uns, muss ich auch dazu sagen, wir haben zwar immer das Butterbrot mitgekriegt, aber wir haben sie dann untereinander tauscht. Nicht? Das war ja super. Bei uns in der Volksschule, das war super. Nicht? Du hast ein Butterbrot, einen Tag, weißt du, der Bub vom Fleischhocker, der hat immer einen warmen Leberkäse mitgehabt, du hast mit dem tauscht. Nicht? Oder der Bub vom Beck, der hat immer warme Salzstangen mitgehabt, hast halt mit dem tauscht. Nicht? Oder die Tochter vom Trafikanten, die hat hier und da ein paar Dreier mitgehabt, nicht? Ohne Fütter. Oder Smart, nicht? Hast mit der halt tauscht. Nicht? Das war voll super in der Volksschule. Nicht? Na, heute gab es das nicht mehr. Ich habe jetzt eine Mutter gefragt, sag ich, du, ich habe ja keine Kinder mehr im schulpflichtigen Alter, was gibt man heute ein Kind mit? Nicht? Und da hat die Dame zu mir gesagt, ja, also mein Kind, der Klaus Konrad, nicht? Der ist ja sehr heikel, nicht? Der isst mir nur eine Reiswaffel, ja, mit einem Avocado-Aufstrich und dazu trinkt er einen Mango-Smoothie. Sag ich, was? Einen Mango-Smoothie, den hat er so gern, der Klaus Konrad, nicht? Nicht, der habe ich dann schon gesagt. Nicht? Ich meine, erstens einmal, ich gratuliere dir, dass du dein Kind so gut ernährst. Nicht? Also das Kind wird sicher ganz alt und ganz gesund bleiben. Nicht? Aber was nutzt dem Kind das? Nicht?
Weil bei der CO2-Bilanz, wo es die Avocado, die aus Südamerika kommt, nicht? Und der Mangosmoothie, nicht? Die Mango, die aus, weiß ich nicht, aus Neuseeland kommt, nicht? Ich meine, bis wie der Klaus Konrad die Matura macht und der kriegt das jeden Tag als Jausen mit, dann gibt es keinen Regenwald mehr, nicht? So schaut es aus im Schneckenhaus. Und außerdem, das muss ich da auch sagen, Freund wird der Klaus Konrad keine kriegen, nicht? Weil mit der Jausen, da tauscht er keiner, nicht? Da kriegst du nicht einmal ein Smart mit oder ohne Fütter, nicht? Naja, warte. Aber wie gesagt, bei uns in der Schule, es war, also bei uns im Jahrgang, ich glaube, das waren 40, 50 Kinder, da war keiner allergisch gegen irgendwas. Da hat jeder alles vertragen. Naja, nein, stimmt, nein, Blödsinn. Nein, der Karl, der hat keine drei ohne Fütter vertragen, aber gut, der hat dann halt Smart geraucht in der Volksschule. Und so war das damals, nicht? Früher kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Naja, gut, sei es wie es sei. Was ihr machen könnt, was damals und heute noch gut war, ist ins Wirtshaus gehen. Nicht? Oder ins Wirtshaus fahren zum Beispiel. Mit dem Auto ist auch voll super. Nicht? Fährst mit dem Auto ins Wirtshaus, trinkst ein paar Achterl, hier und da werden es einmal mehr, nur dann lässt halt das Auto stehen und gehst zu Fuß heim. Und du hast schon wieder 50% CO2-Ausstoß gespart. Nicht? So kann man auch die Umwelt retten. Na gut, sei es wie es sei. Und dann treffen wir uns dann entweder bei einem Wirt daheim ums Eck oder bei uns im Gasthaus Schmierl im Buchberg am Schneeberg. Baba, pfiat euch.